Hallo und herzlich willkommen zu RCCO eSport Series. Die Wahl fiel heute auf Interlagos für Rennen 9 und 10. Die Audi e-tron Vision Gran Turismo sind am Start. Und zwar 815 PS, 1000 Newtonmeter Drehmoment an den drei Motoren bringen die Jungs und die Autos auf die Straße. Und hier sehen wir sie aufgereiht, und zwar für das Qualifying, ein Qualifying-Rennen, das ist das Programm für heute. Und dann zwei Races über 11 Runden. Einmal nach der Qualifying-Startreihe, dann nach dem umgekehrten Zieleinlauf von Rennen Nummer 1. Es sind die bekannten Sims wieder am Start bei der RCCO eSport Series hier in Interlagos für Rennen 9 und 10, die heute auf dem Programm stehen. Und damit sehen wir schon die 7 Audi e-tron Vision Gran Turismo im Grid aufgereiht nach umgekehrtem Tabellenstand. Matthias Franzen steht vorne, Frank Wilke auf der 2, dann der Schusterjung, Jörg Schumacher auf der dritten Position vor Thomas Vogt, Björn Skotke, Stefan Waschow und Michael Niemers, der Tabellenführer, ganz am Ende des Grids. Jetzt warten wir auf die Ampel hier in Interlagos am Autodromo. José Carlos Pace, der Rennstrecke von Interlagos zwischen den Seen, und es geht los, über 3 Runden jetzt das Qualifying-Rennen. Und dann werden wir gleich Aufschluss haben über die Startaufstellung für Rennen Nummer 1. Ich bin da, wo ich hingehöre, ganz nach hinten. Bisschen gerempelt gibt schon, der Schulterjung wird nach hinten durchgereicht. Wir hören es gerade aus seinem Mund, wenn wir mit den Kameras bei Zweitplatzierten unterwegs sind. Ist ein bisschen schwer mit dem Controller. Ein paar Jungs haben ein Lenkrad, das macht es deutlich einfacher. Thomas Vogt, der Gründer der RCCO, Rekord-Slot-Card-Champion, auf der zweiten Position aktuell, damit vorbeigegangen. Am Franzenbond ganz vorne aber Frank Wilke. Wenn wir hier auch Thomas Vogt sehen, mit leichter Strafe, weil er die Strecke verlassen hat, sehen wir im roten Balken 2,3 Sekunden. Die muss er irgendwann auf der Bremse mal liegen lassen. Das kommt dann Franzenbond zugute, der durchschieben wird. Aber Frank Wilke mit Fahrfehler ist draußen. Davon profitiert natürlich der Rest des Feldes. Top 43 eröffnet die Formel 1 seit 1973 in Sao Paulo zu Gast. Insgesamt 15 Kurven auf den 4,309 Kilometer. 9 davon nach links und 6 nach rechts. Gucken wir rein bei Scotty, dem IT-Spezialisten, den wir auf der dritten Position hier finden. Weit aufgerissenes Maul im Kühlergrill seines e-tron Vision Gran Turismo in Gelb. Immer wenn das Auto so durchsichtig ist, sitzen die Jungs eine Strafe ab, und damit die den anderen nicht im Weg stehen, macht die PlayStation das Auto quasi unsichtbar für die Konkurrenz. Wir sind in der zweiten von 3 Runden. Da vorne geht es noch heftig hoch her. Gotti mit Druck auf Stefan Waschow, den Platzierten. Der versucht an Thomas Vogt vorbeizugehen, aber einfach. Obwohl Vogt damit Strafe belegt ist, dafür wird er von Scotty geschnupft. Björn Skotka auf 3 damit. Oh, Stefan Waschow. Wir finden auf der fünften Position Rückstand 2,6. Ist auch die 4 nach vorne gegangen, während Scotty auf 2 unterwegs ist. Relativ guter Abstand nach hinten auf Michael Niemers, 0,9 Sekunden vergehen. Schauen wir rein im Wohnzimmer bei Scotty. Aber souverän ist der unterwegs, der Zweite in der Tabelle. Den haben wir da gerade gehört. Ach Mann. Ja, ich bin wieder rausgeflogen auf dem Rasen, kann das vergessen. Das ist nervt, wenn die Wagen. Das nervt echt. Also ist ein Spätstefan, ne? Alte Rennfahrerweisheit, die Strecke befindet sich zwischen den beiden weißen Linien. Da gibt es dann auch keine Strafe wegen Abkürzen. Bisschen spät, ne? Ja. Die PlayStation ist da so ein bisschen kritischer als die meisten Rennleitungen. Nehmen wir es nochmal mit zwei Rädern neben dem Asphaltband.
sind wir momentan auf Platz 4. Und auf den letzten Metern unterwegs. Einmal den Berg nach oben und dann den Schlenk wieder hinten. Scotty ist souverän auf der 2, macht immer noch Druck auf Franzen Bond. Das war eine souveräne Vorstellung. Klappt's noch? Nein. Franzen Bond holt sich den Sieg vor Scotty Vacho. Wird Dritter. Dafür gibt es aber noch keine Punkte. Dafür die Startaufstellung für den ersten von zwei Läufen. Michael, 8 Sekunden, was ist denn da los? Strafe gehabt. Ach. Ich hatte 7. Ja, während Autos schon im Ziel sind, warten wir noch auf Jörg Schumacher, der sich jetzt um die letzte Kurve quält und final auch über die Linie fährt. Das also das Ergebnis des Qualifying-Laufs und einen Nummer 1. Ja, seit 30 Jahren gibt es die RCCO und die eSport Series ist neu in diesem Jahr. Die war aber schon geplant, bevor Corona so einen Strich durch alle anderen Rennserien gemacht hat. Und so sind wir jetzt hier schon für Rennen 9 und 10 unterwegs in Interlagos in dem Fall. Und ja, ich habe hier den Sieger des Qualifying-Laufs mit Controller. Das war eine taffe Leistung, würde ich sagen. Ja, viel Gefühl in der Hand halt, ne? Ja, in beiden Daumen, oder? Zeig mal, wie du das Ding hältst. Na, ist halt ein bisschen tricky, weil das Abfangen beim Untersteuern halt schwierig ist. Auf einer Strecke, die man ganz gut kennt, wie jetzt bei der, ist es ganz okay. Aber auf Strecken, die einem fremd sind, so wie Fuji beispielsweise bei der letzten Runde, da war das für mich fast unmöglich, da aus dem Untersteuern rauszukommen. Aber hier war es ganz gut. Und ich hatte das entsprechende Glück. Wie viel hast du geübt auf dieser Strecke? Heute gar nicht. Ich bin das letzte Mal gefahren, als wir eine Trainingssession da hatten. Das ist schon 4 Wochen her. Hier sehen wir den Mann in Grau, links im Bild, rechts im Bild, den Blick ins Wohnzimmer. Vor Scotty, dann Vacho, Thomas Vogt, Michael Niemers, Frank Wilke und der Ingrid hier in Interlagos. 10 Runden stehen auf dem Programm, haben wir zuletzt gelernt und warten auf die 5 Ampeln. Wenn die ausgehen, geht's los. Das ist genau jetzt der Fall. Ab geht's. Stefan Vacho hat da einen sehr schlechten Start erwischt, wird gleich mal durchgereicht. Zumindest eine Position nach hinten. Scotty beim Anbremsen sehr konservativ auf der Innenlinie. Und Franzen Bond vorne weg. Und dort bei Michael Niemers, der Modellbauer, der da unter dem Heckflügel von Thomas Vogt lauert. Durch den Ausritt da gleich einige Plätze verloren hat. Scotty macht Druck auf den Führenden. Aber Matthias hält sich da vorne trotz Controller sehr wacker. Gegen ein Großkaliber ist Scotty. 4 Zehntel trennen die beiden aktuell. 3 Zehntel. In Richtung Kurve 14 geht für das komplette Feld. Heißt, 2 leichte Knicks trennen ein Audi e-tron Vision Gran Turismo noch von der Linie. Zur ersten Runde aus dem Windschatten kommt der Angriff von Scotty, setzt sich schon mal daneben und setzt sich auch durch mit diesem Move. Damit haben wir einen neuen Führenden. Gott geht also in Gelb vor Matthias Franzen in Grau.
Frank Wilke auf der dritten Position lauert da auf seine Chance. Souveränes Ding, angestrengt. Hat er da die Situation im Griff? Ich lenke ihn jetzt mal lieber nicht ab. Zinkel hinter Matthias Franken. Top 3. Denkbar eng zusammen und da kommt der Angriff auf der Außenbahn. Und innen drückt sich Frank Wilke durch. Damit Franzenbund nur noch auf der dritten Position. Er schickt sich an, den verlorenen Platz zurückzuholen. Michael Niemers erwartet auf der vierten Position mal ab, was die Jungs vor ihm da so fabrizieren. Oder hängt ein Gaspedal? Na, ich komme nicht mal in Windschatten ran, wie du siehst. Ich verliere sogar. Ja, konzentriertes Schweigen auf allen Kanälen. Jetzt langsam wieder im Bereich des Windschattens. Michael Niemers aber im Kolbeckteil. Da bringt das wenig. Matthias macht jetzt die Außenbahn gleich zur Innenbahn wird. Weit raus kommt Frank Wilke und drängt damit zwei Positionen her an die Konkurrenz. Matthias Franken auf der 3. Michael Niemers, der Hauptprofiteur dieser Aktion. In Rot, den finden wir auf 2. Thomas Vogt weit abgeschlagen, nur auf der 7. Position aktuell. Und wir hier bei Scotty mit an Bord sind, dem Führenden in Runde 3 von 10. Scotty, es läuft. Auch gehörig ja, ab. Zwischen ihm und dem Modellbaukünstler auf der zweiten Position. Scotty, der RCTO-Champion aus dem Jahr 2018, im letzten Jahr nur um einen Punkt geschlagen. Also er weiß, wie man Slotcast schnell bewegt. Schneller Zeigefinger an der rechten Hand, aber mittlerweile ist er auch am Lenkrad richtig fit. Zweiter in der Tabelle. Mal schwarze Striche hier auf den brasilianischen Asphalt gezaubert, aber hält sich da wacker vor. Michael Niemers, der einfach keinen Weg ran findet. Hier sehen wir Thomas Vogt zu Hause mit seiner Riesenmodell-Sammlung, der Mann, der nicht nur die RCCO Slotcar-Serie ins Leben gerufen hat, sondern auch den Audi e-tron Vision Gran Turismo als Prototyp zum ersten Mal gestellt hat und damit gleich den ersten Titel eingefahren hat. Das Auto, das die Jungs heute virtuell bewegen, zusammen mit Mike Rockenfeller, der Initiator der RCCO E-Sport-Serie und dem Projekt X, was im Laufe des Jahres noch präsentiert werden soll. Abgeschlagen allerdings 20 Sekunden hinter dem Rest der Welt bzw. hinter dem Führenden Jan Skotko unterwegs. Mascho hat er relativ im Fadenkreuz, aber wir schauen momentan auf den Drittplatzierten, den Poleman, der sich jetzt seine zweite Position zurückkämpft, Michael Niemers da hinter sich lässt. Schön Ton in Ton. Die Rollos an den Fensterscheiben, der Sessel, das Hemd und der Tisch. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber da sprechen wir später drüber. Das Auto eher neutral in Grau gehalten. Michael Niemers erneut auf der zweiten Position. Heftiger Infight zwischen Matthias und dem Tabellenführer, der sich vorerst mal durchgesetzt hat. Aber wir sind gerade mal bei Halbzeit des 9. Laufs in der RCCO eSport Series angekommen. Da ist also noch alles drin für alle 7 Protagonisten. Auch mal im Bild Jörg Schumacher, der Beamte bei der Stadt Hamburg. Riesen-HSV-Fan.
Jetzt schauen wir eben bei der Lenkradarbeit zu. Passende Oberbekleidung an. Natürlich. Eben. Hält sich wacker auf der vierten Position. Momentan 5,2 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Toi, toi, toi. Ich staune auch. Wie viel hast du geübt? Gar nicht. Also hier jedenfalls. Wunderbar. So kann es weitergehen. Das RCCO Urgestein aus Hamburg. Sehr nordisch angehaucht. Die E-Sport Series. Natürlich, weil die ganzen RCCO oder viele der RCCO-Fahrer im Norden beheimatet sind. Scotty jetzt schon 1,8 Sekunden weg. Pressatmung. Spannend beim Einlenken. Franzenbond wieder auf der zweiten Position vorbeigegangen an Michael Niemers. Der damit einer Strafe belegt wurde. Davon profitiert natürlich die Konkurrenz. Das ist dann auch egal. Ob Lenkrad oder Controller. Runde 6 von 10. Thomas hat sich eine Position nach vorn gekämpft, Frank Wilke hinter sich gelassen. TV Racing sehen wir auch auf seinem Lenkrad kleben. Wieder beim Drittplatzierten. Sind Michael Niemers heute so ein bisschen von einer Falle in die nächste Tab schon wieder mit einer Strafe belegt? Hey, das Michael, was los? Ich muss eh abbauen. Dann muss ich ein bisschen mehr bremsen. Ja. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. In der Tat, drei Umläufe sind dafür noch Zeit. Und immer, wenn die Jungs anbremsen, dann reduziert sich die Strafe um die jeweilige Bremsphase. Das kannst du dir natürlich selber einteilen. Muss dann entsprechend nur aufpassen, dass du nicht nur eine erneute Strafe oben drauf knallst. 0,8 ist so niedrig. Die schießen sich jetzt ab und dann komme ich wieder ran. Guter Plan, sagt Michael Niemers, der Drittplatzierte, und er hofft, dass Franzenbond und Scotty sich da vorne gegenseitig in die Karre fahren. Perspektive abräumen. Aber momentan schaut es nicht danach aus. Die beiden sind da souverän und gut unterwegs, wenngleich Scotty so ein bisschen zittern muss. Matthias kommt in großen Schritten von hinten näher. Zwei Runden noch zu gehen. Ah, schönes, schönes Bild. Schusterjung gegen Wascho. Im Kampf um die vierte Position. Schön den Windschatten genutzt. Durch die Schikane. Da findet er keinen Weg vorbei. Er kann es auch. Während wir beim Ingenieur bei einem Porsche-Partner ins Wohnzimmer schauen. Stefan Wascho, der Ex-RCCO-Champion. Der zumindest zu Anfang der E-Sport Series noch mit Controller unterwegs gewesen ist, mittlerweile auf Lenkrad hochgerüstet hat und sich hier auf der fünften Position wiederfindet. Dabei etwas abgesetzt vom Schusterjungen auf der fünften Position. Und derweil tobt der Kampf weiter da vorne an der Spitze. Abstand jetzt knapp 7/10 Sekunden. Zwischen Scotty und Franzenbond. Matthias, der da beißt, der da einiges wegbeißt von der Distanz zwischen ihm und dem Führenden. Matthias, hat dein Controller so einen Neigungssensor oder ist das nur fürs Feeling, dass du dich so in die Kurve rein neigst?
Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man intuitiv versucht, beim Bremsen den Controller ranzuziehen. Das ist natürlich überhaupt nicht weg. Naja, solange du stabil auf deinem Sessel sitzt und nicht zur Seite kippst beim Einlenken, ist alles in bester Ordnung soweit. Und der Abstand spricht ja für dich. Ja, läuft das ganz gut. Also die Technik kann man sich mal abschauen. Zumindest kann ich Scotty gefährden. Könnt ihr kurz auf mich warten da vorne? Ja, jetzt greif doch mal an da vorne hier. Nicht rumlabern. Alle gegen Scotty kommt. Scotty konzentriert sich. Die Stimmung wird zunehmend entspannt. Jetzt in Runde 9 von 10. Interlagos beim 9. Lauf der RCTO eSport Series neu auf Kiel gelegt in diesem Jahr. Alle gegen Scotty. Das ist die Devise, die die Jungs gerade ausgerufen haben. Jetzt, wenn es reingeht in die letzte Runde. Jetzt kommt er gefährlich nah, holt sich erstmal eine kleine Strafe drauf. Nee, dachte kurz, er war arg weit neben der Strecke. Leichter Fahrfehler damit. Ist dann wieder auf 1,4 Sekunden angewachsen. Und er muss sich langsam Gedanken machen. Michael Niemers kommt hinten in Rot in großen Schritten näher. Eine Runde noch. Knappe 2 Kilometer, die hier zu gehen sind. Michael Niemers auf ungewohnter dritter Position aktuell zu finden. Der Tabellenzweite unangefochten über weite Teile des Rennens. Sein schreiend gelben Renner mit dem aufgerissenen Maul erst in Führung gebracht und dann nach vorne stabil gehalten hat. Vorsprung aktuell 1,1 Sekunde. Jetzt kommt aber noch eine lange Gerade. Das heißt, am besten keinem im Windschatten hinter sich herziehen. Aber 0,9 Sekunden. Ich glaube, der Abstand ist groß genug. Jetzt noch einmal das Pedal durchlatschen. Und dann holt sich Björn Skotke den Sieg vor Matthias Franzen und Michael Niemer. Den finden wir auf Platz 3 im Ziel. Stefan Waschow dahinter. Den Glückwunsch. Thomas Vogt und Frank Wilke. Danke sehr. Glückwunsch auch von meiner Seite. Was sagt der Sieger? Ja, mein erster Sieg hier in der RCTO eSport Serie freut mich sehr. Es kommt für mich, ich glaube, das Qualifying-Rennen mit dem zweiten Platz und dann recht guter Start und kleiner Fehler von Matthias. Ich glaube, am Anfang haben dann den Grundstein gelegt für mich. Und dann war es anscheinend so, dass hinter mir ein bisschen gefightet wurde, sodass ich einen kleinen Vorsprung rausfahren konnte. Am Ende wurde es dann nochmal eng. Matthias Franzen ist rangekommen. Und es galt für mich dann halt, Verteidigungslinie zu fahren. Und hat zum Glück hingehauen. Du hast vor dem Rennen gesagt, du bist heute nicht ganz auf der Höhe, aber die Ergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache. Glückwunsch auch an unseren Zweitplatzierten Matthias Franzen, der es trotz Controller geschafft hat, den Führenden da noch gehörig unter Druck zu setzen und am Ende leider nicht mehr auf die Führungsposition gekommen ist. Aber Platz 2 kann sich in jedem Fall sehen lassen, Matthias. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Jetzt gilt es aufzuholen von hinten. Du startest von der vorletzten, also von der 6. Position. Hast du ja schon einen Plan bereitgelegt? Die Strecke eignet sich wunderbar zum Überholen, auch auf faire Art und Weise, finde ich, durch die vielen Windschattenstrecken. Es gibt viele schwierige Bremspunkte, wo man leicht ins Untersteuern kommen kann. Ich glaube, es gibt genügend Gelegenheiten, andere zu überholen. Es gibt aber auch genügend Gelegenheiten, für die anderen mich zu überholen. Also von daher, das wird schon lustig werden. Ja, dann freuen wir uns jetzt auf ein spannendes, abwechslungsreiches 10. Rennen in der RCCO eSport Series. Und danke, Matthias, viel Erfolg.
Und wir sehen's, das Rennen, es ist angerichtet, die Startaufstellung ist bereitet. 7 Audi e-tron Vision Gran Turismo, sogar in der richtigen Reihenfolge. Im Grid mit Wilke, Vogt, Schuster, Jung, Niemas, Wascho, Franzenbott und Skottke, das ist die Reihenfolge von Platz 1 bis 7. 10 Runden erneut hier in Interlagos zwischen den Seen, eine sehr anspruchsvolle Twisty-Rennstrecke. Und wir hören schon die ersten Meldungen, dass die Ampel nicht aufgetaucht ist. Aber für Thomas Vogt läuft's, nicht so für Schuster Jung und raus. Matthias Frank. Ich bin auch raus. Auch Scotty. Das ist natürlich bitter nach dem Auftakt-Sieg hier in Interlagos. Den Neun hat er für sich entscheiden können. Jetzt die den schwarzen Peter für Rennen 2. Insgesamt noch 5 der vormals 7 Autos am Start, während Niemas sich hier vorbei zu bremsen versucht an Stefan Wascho, dem momentan 2 Platzierten. Und alle machen Jagd auf Thomas Vogt, auf der vorletzten Position ins Ziel gekommen beim ersten Rennen. Jetzt hat er die Nase vorn. Geschäftsführer bei Speedpool in Hamburg. Immer noch nur Michael Niemas, die wohl größte Modellauto-Slotcar-Sammlung im kompletten Feld, aufgereiht zu seiner Rechten. Konzentriert mit gespitzten Lippen bietet er seinen e-tron Vision Gran Turismo hier die Bergaufpassage durch Yongchao, die WM-Entscheidungskurve, wie wir vorhin bei der Streckenvorstellung gehört haben. Niemas duckt sich im Windschatten auf der zweiten Position. 2 Zehntel trennen den Kollegen vom Führenden, setzt sich daneben, damit auf der besseren Position. Dann geht es durch das Senna S-Kurven Nummer 1 und 2. Da geht runter in Richtung Rita Oposta, der langen Geraden gegenüber von Start und Ziel. Anflug auf die 4. Kurve finden wir Thomas Vogt nur auf der 2. Position, aber der Abstand schrumpft gewaltig, duckt sich seinerseits im Windschatten hinter Niemas. Wilke verliert eine Position an Wascho. Dann geht es weiter raus, Desita do Lago, die Kurven 4 und 5 durch Ferradura. Kurve Nummer 6 hier den Berg hoch, bevor es dann in das wirklich winklige Stück hineingeht. Wascho auf der 3. Position. Das jetzt die Heckkamera des Führenden Michael Niemas. Da hinunter durch Mergulo. Quatsch, wir sind oben bei Pico Topato. Dann erst Kurve Nummer 12, genannte Mergulo. 2 Linkskurven, die sich aneinander anschließen. Was erneut den Berg nach oben geht. In Richtung der Doppel links, in Richtung Start und Ziel. Ja, 3 Jungs, die sich hier für den Windschatten anstellen, und Niemas hat die Führung verloren an Thomas Vogt erneut. Auch Wascho drückt sich vorbei. Aber sehr optimistisch, was den Bremspunkt betrifft. Und somit setzt sich erneut Michael Niemas durch. Der vormals Führende hat auch jetzt wieder die Nase vorn. Wascho sogar noch mit Strafe, weil mit dem optimierten Bremspunkt er weit neben der Strecke unterwegs gewesen. 1,4 Sekunden, Leuchtner noch in Rot, hier abzusitzen hat auf seiner 3. Position. Das geht aber ganz entspannt auf der Bremse. Auch Vogt weit draußen, macht aber weiter Druck auf den Führenden Michael Niemas und ist da durchaus in Schlagdistanz. Niemas jetzt mit 2 Sekunden Strafe wegen seines Ausritts. Auch Thomas Vogt, 1,1 sind auf seiner Uhr, da erstmal runterzudrehen. Wascho hat sich da gerade mal ganz verabschiedet und Franzenbond den Vortritt gelassen. Ja, ich bin verschaut. Habe ich. Franzenbond finden wir auf der 4. Position. Der Mann, der das Qualifying-Rennen für sich hat entscheiden können und nach dem Start von der Pole das erste Rennen auf Platz 2 beendet hat. Wascho dahinter. Schauen wir rein bei Matthias Franzen. Wenn der Controller da nach links neigt für die Doppel links auf der langen Geraden.
sich seinerseits duckt im Windschatten von Thomas Vogt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Uah. Niemals da auf der Bremse. Ob der Strafe durchsichtig geworden, das hat Piers Franz ein bisschen in die Karten gespielt. 2,5 Sekunden Strafe jetzt für Matthias. Neben der Strecke Thomas Vogt auf der 2, aber die Position wackelt gewaltig. Waschow erneut weit neben der Strecke. Also die Ausritte häufen sich zunehmend. Die Konzentration scheint in den Keller zu gehen. Der späten Uhrzeit und der vielen Neustarts, die wir gebraucht haben. Michael Niemers, der nach wie vor seinen e-tron Vision Gran Turismo hier in Führung hat. Aber unter großem Druck steht, nicht nur von Thomas Vogt, sondern auch von Matthias Franz. Stefan Waschow hat übrigens über 6000 Trainingskilometer auf der Uhr. Dann wird es Zeit, dass er die Out spielt. Junge. Immer diese Lügenpresse von Scotty Sohn. Das ist längst nicht so viel. Das müsste es genauso viel haben, Scotty. Längst nicht so viel. Oder nimm mal deinen zweiten. So, die Top 3 kann man locker mit einem etwas größeren Mundschutz bedecken. So eng sind die zusammen, so dicht. Mittlerweile hat auch der Viertplatzierte noch aufgeschlossen. Stefan Waschow mit im Pulk dabei. Wie Matthias Franz und Thomas Vogt und der führende Michael. Ah, shit. Thomas Vogt verabschiedet sich da mal kurz aus dem Kampf. Kleinen Ausrutscher, aber ist durchaus noch am Pult dran. Halbzeit. Zehnten Lauf. Und Stefan Waschow. Der junge, junge, junge ist. Olli, ganz interessant, der mit Matthias Franzen hat mit Abstand noch die besten Reifen im Feld. Das war voll Controller, Wahnsinn. Ja. Mit Abstand. Danke für den Hinweis. Schauen wir hier auf die Rundenzeiten von Matthias Franzen. Und einmal die Telemetriedaten, wenn man so will. Und wir sehen es links im Bild, die Vorderräder, die grauen Balken sind nur etwas rot. Thomas Vogt versucht ein bisschen auf Steinen zu fahren, anstatt Rallycross. Asphalt abzureiben, genau, die Rallycross-Einlage. Das ist das Joker Lab. Abstand dadurch allerdings 4 Sekunden angewachsen. Waschow und Niemers in der Box, davon profitiert natürlich Thomas Vogt. Trotz Ausrutscher ist er jetzt wieder auf der zweiten Position. Niemers und Waschow beim Rausfahren aus der Boxengasse, fast synchron sind die beiden da unterwegs. Eine gute B-Note. Ja, das ist spannend, weil ich habe auch keinen Windschatten bei keinem. Interessante Meldung, die wir da hören, in der 6. von 10 Umläufen. Runden mit dem 6. von 10 Umläufen. Schon. Drückt sich ran an Thomas Vogt. Wartet auf den nächsten Ausrutscher, aber ich glaube, den Gefallen wird dem Thomas nicht tun. Niemals versucht. Drückt sich durch auf die 3. Jetzt auch auf der Innenbahn neben Vogt, aber die nächste Kurve geht nach links. Ja, Vogt behält die Nase vorn. Ängste. Niemals drückt sich durch. Dann rutscht der Audi e-tron Vision Gran Turismo etwas und Vogt findet sich auf der 3. respektive 4. Position, weil auch Waschow drückt sich noch außen vorbei. Also gleich 2 Plätze verloren in nur 4 Kurven. Aber ist noch lang. Während wir Matthias Franzen in der Box sehen, auch Thomas Vogt kommt rein und lässt einmal die Crew ums Auto tanzen. Neue Pneus, damit die beiden eine Runde später drin als Niemals und Waschow. Reifen noch kalt. Das könnte am Ende noch eng werden.
Matthias Franzen hat jetzt die besten Reifen im Feld und ist nur 5 Sekunden weg. Ja, dann können wir jetzt mal gleich schauen, wie viel man pro Runde auf frischen Reifen gut machen kann im Verhältnis zu Niemers und Waschau. Die Reifen sind ja schon eine Runde alt, aber 3 Umläufe sind in jedem Fall noch zu gehen, beziehungsweise 2 und den Rest von diesem. Das die Reifen von Franzen Bond, wenn mich nicht alles täuscht. Also noch komplett grau, heißt jungfräulich und frisch. Weit aufgerissene Augen, konzentriert. Franzen Bond hier im Wohnzimmer auf der 3. Position unterwegs. Thomas Vogt, auch für ihn kein Windschatten. 1,6 Sekunden vergehen auf den Drittplatzierten. Frank Wilke derweil weit abgeschlagen auf der 5. Position unterwegs. Nur noch 4 Sekunden Abstand und die Reifen von Michael nehmen zunehmend ab. Er hat stärksten Reifenverschleiß dabei. Michael Niemers, der Zweitplatzierte hier in Rot, gut zu sehen. Und unten auch die Statistik oder Reifengüte links zu sehen. Aber interessiert ihn nicht zu sehr, den Tabellenführer, der hier immer noch auf Platz 2 unterwegs ist. Aber ich erwarte irgendwie so ein bisschen einen weiteren Sieg, nachdem er dem Sieg im 9. Lauf Scotty so ein bisschen überlassen hat. Nee, ich Franzen stark unterwegs. Unter 4 Sekunden. Auf den Zweitplatzierten Michael Niemers, genau 4,9 Sekunden fehlen Matthias auf den Führenden momentan auf Stefan Waschow. Thomas Vogt 7,2 weg von der Spitze. Alias Stefan Waschow sich da stabil und wacker vorne hält. Um 1,8 Sekunden weg ist vom Verfolger Michael Niemers. Damit wird der Windshadow auch so ein bisschen stumpf. Ich hatte nie Windshadow. Das ist das Slipstream. Badwurst. Habe ich das auch. Hier noch relativ eng zusammen beim vorletzten Umlauf. Niemals da weit rausgekommen. Aber die Reifen bauen natürlich mit jedem Bremsmanöver zunehmend ab. Dazu noch eine Strafe, 3,5 Sekunden. Das spielt natürlich dem Mann in Führung in die Karten. Stefan Waschow, der sich da vorne souverän hält. Position 1 von 5. Und er geht rein in die letzte Runde noch einmal. Die 4,309 Kilometer. Mal rein ins nächtliche Wohnzimmer. Lenken nicht ab bei der Lenkradarbeit. Seinem Phoenix Audi Transmission Gran Turismo. Ja, souverän unterwegs ist zum Sieg. Matthias Franzen, den finden wir auf der 3. Position. Der kann sich durchaus noch niemals schnappen. Ja, 4 Sekunden. Franzen ist eigentlich Zweiter. Wenn man die Strafe von Michael dagegen rechnet, ist er vorbei. Ja, Michael hat noch 3,5 Sekunden abzubremsen. 3,2 aktuell. Aber Scotty hat vollkommen recht. 3,0 und der Abstand sind 0,3 Sekunden. Also damit ist nicht nur Niemers Dritter, sondern auch Thomas Pucht wäre nach aktuellem. Ich habe 5 Strafsekunden. Ah, okay, die sehe ich hier leider nicht in der Grafik. Also geht es hier jetzt. Genau, und zu den 5 kommen noch ein paar dazu.
Also erneutes Joker-Lab von Thomas Vogt. Schade, schade. Während sich Franzen Bond nicht zufrieden geben will mit Platz 3 über der Linie und rechnerisch Platz 2 und dann nochmal richtig angreift. Holt sich Wascho den waschechten Sieg. Glückwunsch, und hier Stefan. Kommt nochmal der Angriff. Dankeschön. Matthias Franzen wird Zweiter vor Michael Niemers. Thomas Vogt kommt auf Platz 4 ins Ziel vor Frank Wilke und wir gratulieren alle Stefan Wascho, der hier beide Daumen nach oben klappt. Franzen 2. Na gut, sprech mal kurz mit dem Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Wie war es denn? Also ich meine, der Druckmacher Michael kämpfte heute etwas mit stumpfen Waffen. Du hast dich da vorne souverän zum Sieg gefahren. Gut, wir hatten zum Anfang gleich das Startback-Problem, das wir alle kennen von GTS leider. Und da war dann halt der nächste Favorit weg mit Scotty. Ich denke mal, der kann sehr reifenschwund fahren und deshalb sind wir uns da um einen schönen Kampf verloren gegangen. Na gut, den schönen Kampf werden wir möglicherweise beim nächsten Aufschlag der RCCO eSport Series haben, wenn es nämlich am 6.7. wieder heißt, Playstations an und weiter geht's. Aber schon in der nächsten Woche sind wir mit Race Home wieder mit dabei, werden nämlich dann die DTM-Fahrer auch wieder am Start sein können hier in der eSport-Serie. Am kommenden Dienstag dann die Übertragung. Das ist der 16.06., wenn ich da richtig gerechnet habe und das richtig auf meinen Zettel notiert habe. Also danke fürs Reinschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder hier bei RCCO eSport Hashtag Race Home. Danke, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche.